ja so elektronische Zigaretten. Die Frage ist, darf ich die, wenn die futsch ist, beim Supermarkt zurückgeben? Das heißt, muss der Supermarkt den Elektroschrott, der es dann ja irgendwann ist, Die zurücknehmen? da kaufen. Dreifachsteckdosen, auch ein Klassiker im Haushalt, die hoffentlich lange halten, aber irgendwann nicht mehr tun. Die Frage ist dann, wohin? Kann ich die einfach beim nächsten Einkauf mitnehmen und abgeben im Supermarkt? Rauchmelder, ist ja ganz wichtig auch, in jedem Raum ein Rauchmelder. Die blinken oder piepen dann manchmal, ein Batteriewechsel und so, aber wenn sie futsch sein sollten, ist die Frage, kann ich die abgeben beim Supermarkt? Autoradio, ach guck mal hier. Wer kennt überhaupt sowas noch? Ein Autoradio. Ja, Also ich mit, auch. also das, mit Kassettenfahrer, glaube ich. Ja, Wahnsinn. das war Und dann Druckerpatrone mit Chip. Ist ja auch so eine Frage, wohin damit? Also, soweit ich weiß, gehört alles zu Elektroschrott, was einen Stecker hat oder eben Batterie-Akku. Das gehört auf jeden Fall in diese EEG. So. Also ganz wichtig ist, ne, Elektroschrott schmeißen wir auf jeden Fall nicht in Restmüll oder irgendwie so. Das sollte schon gesondert entsorgt werden und da sammelt sich im Laufe der Zeit einiges an. Natürlich kann man zum Wertstoffhof gehen und so, aber wenn der weit ist oder sich das nicht lohnt, kannst du mittlerweile auch viele Sachen tatsächlich mitnehmen zum Supermarkt. Und egal, ob du die Sachen dort bei diesem Supermarkt gekauft hast oder nicht, sind sie durchaus verpflichtet, viel zurückzunehmen. Auf jeden Fall so eine E-Zigarette, wenn die futsche ist. Richtig gemacht, 100 Euro. Das kann man also abgeben. Dreifachsteckdosen, egal ob dort gekauft oder nicht im Supermarkt, kann man abgeben, muss er wieder zurücknehmen und dann wird das entsprechend fachgerecht entsorgt. Das gleiche gilt für die so wichtigen Rauchmelder, die ja in jedem Raum sein sollten. Wenn die mal kaputt gehen. Jetzt kommt deine große Frau mit dem Autoradio, da warst du ja. Was war mit den Autoradios, ihr Das Lieben? hätte ich irgendwie gedacht, dass man das eher zum Wertstoffhof bringt, wenn man noch eins hat. Ist ein Argument, aber die Argumentation geht dahin, das ist im Grunde genommen ein Bauteil des Autos tatsächlich. Von daher ist der Supermarkt dafür nicht verpflichtet, das zurückzunehmen. Aber man kann sie im Elektro-Großhandel kaufen. Man kann sie im Das Elektro-Großhandel konnte kaufen. man. Ja, durchaus. Aber du kannst sie nicht in einem Supermarkt Verstehe. zurückgeben. Das ist aber auch die Ausnahme, denn dieser Chip hier, der wird tatsächlich elektrisch betrieben. Frag mich jetzt nicht nach Näherem, lieber Antoine, aber es ist ein elektronischer Chip da drin. Und deswegen kann man das hier zurückgeben als Elektro-Kleinschrott-Irgendwas-Gerät beim Supermarkt. 300 Euro, aber